Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online mit den beliebtesten Leveln am Sonntag. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Es ist wieder soweit, ein weiterer Sonntag mit Super Mario Maker 2 wartet auf uns und ich bin natürlich hier wieder bei den beliebtesten Leveln, ganz klar. Wir müssen schauen, was für gute Level bekommen wir. Das erste ist ein Speedrun-Level, aber ein Musik-Level. Ich werde es dennoch spielen. Es hat eine Abschlussrate von 28% und mal sehen, wie gut wir hier durchkommen und ob wir die Musik erkennen. Mother steht hier am Ende. Das ist das Einzige, was ich... Okay, es gibt sogar einen Speicherpunkt. Das habe ich bin hier gesprungen. Okay. Gut, einmal verkackt. Aber hier passiert so viel auf dem Bildschirm, das ja, Wahnsinn. Muss ich ganz ehrlich sagen, für den ersten Platz hat es mich jetzt nicht so geflasht. Es gibt kein Bu, aber wir haben ja auf dem dritten Platz ein Ice Snow Long Speedrun 400 Sekunden mit 23% Abschlussrate und vielleicht gefällt der mir ja etwas mehr. Wir schauen es uns an und haben hoffentlich unseren Spaß ein bisschen. Auf geht's! Okay, rote Münzen müssen wir aufsammeln. Sehr schön. Und ducken und einmal hier durchrennen, okay. Du, 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 du. Und da geht's ab in die Tür und weiter geht's. Sogar mit Speicherpunkt, sehr gut. So. Der Weg führt uns hier rum. Und da müssen wir wieder springen. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Es könnte sogar ein First Try werden. Wenn ich nicht irgendwo verkacke, hier zu springen. Rutschen und ab in die Tür. Und sind wir durch? Ah, es muss noch mal so ein Refreshing am Ende geben. Bin ich ja eigentlich nicht so der Fan dafür, ne? Das wisst ihr ja eigentlich. Aber... wir geben mal einen Toll. Vielleicht rutscht es den einen oder anderen Platz nach oben, dieses Level. Gut. Lift Platforming 31, eine Abschlussrate von 7,84%. Das ist wieder ein Level, da habe ich wahrscheinlich sehr meinen Spaß. Und ich hoffe doch, ihr auch. Okay, da einmal hin. Oh Gott. Schnell reagiert, schnell geschafft. Ich denke mal nach zwei... Leveln wird es hier immer ein Checkpoint geben. Jawohl, das ist schön. Da war ich ein bisschen... Okay, gut. Checkpoint hat man ja erreicht, deswegen können wir das Ganze gleich nochmal machen hier.
Oder jetzt muss ich schauen, dass ich da... Ah, jetzt habe ich diesmal den Schlüssel gekriegt, aber bin nicht mehr gesprungen. Okay. Nochmal das Ganze. Man hat sogar ein bisschen Zeit immer zu reagieren noch. Oder sich ein bisschen auszuruhen. Das müssen wir mal schauen hier. Jetzt geht's hier rüber, jetzt geht's hier rüber. Da hoch und dann ganz schnell hier rein. Neuer Checkpoint. Oh. Okay. Ah, da muss ich glaube ich nochmal nach links springen, wenn mich nicht alles täuscht. So. Dahin und dann da rein. Okay, gut. Diesmal hat es besser geklappt. Boah. Sehr schön. Wunderbares Level und natürlich gibt es hier nur eine Möglichkeit, hier ein Herz zu vergeben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir schauen weiter. Speedrun gegen die Zeit, Einzelspieler, 38,84% Abschlussrate. Da sollten wir eigentlich eine gute Chance haben, dass wir auch dieses Level erfolgreich abschließen. Meine Güte. Super. Und wir bekommen sogar einen Speicherpunkt. Sehr gut. Ah, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Oh Gott, das wird mir hoffentlich nicht zum Verhängnis jetzt. Nein, wird mir nicht zum Verhängnis. Das Refreshing am Ende. Ah, man, nee. Ich muss da meiner Linie treu bleiben, denke ich mal. So, Speedrun. 10 Sekunden, 57% Abschlussrate. Ist es ein One-Screen-Level? In 10 Sekunden kann man das schaffen. Mal schauen, wie wir uns anstellen. Haben wir auch nur 10 Sekunden Zeit? Ich glaube, wir müssen ja... gar nichts weiter. Okay. Wir müssen doch ein bisschen springen. Ah! Okay, ich habe ein paar Mal verkackt zu springen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch wieder so ein Level. Man kann schaffen, aber es ist leider ein bisschen überladen, würde ich sagen. Deswegen schauen wir weiter. Musiklevel, Kunstlevel gegen die Zeit. Halloween Speedrun, 40 Sekunden. Na, das passt doch. Das müssten wir eigentlich nächste Woche spielen, wenn auch Halloween ist. Aber wir probieren es diese Woche schon aus. Im Übrigen werden die nächsten zwei Sonntage werden vorproduzierte Mario Maker sein, weil ich im Urlaub bin. Und da war ich gerade ein bisschen zu langsam. Okay. Ah, hier habe ich wieder verkackt. Okay, das ging diesmal ein bisschen besser. So, ah, hier kann man viel Zeit rausholen. Vom Aufbau her hat es mir sehr gefallen. Es hat das Thema Halloween eigentlich ganz gut eingefangen, muss ich sagen. Also, ich gebe auf jeden Fall ein Herz. Also, das hat sich definitiv verdient. Ich war zwar 2 Sekunden langsamer als der Weltrekord. Das lag daran, dass ich da ein paar Mal nicht gesprungen bin. Und
Mit einer 6,30%igen Abschlussrate gehen wir in diesen Lift-Plattformer. Und ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen erkältet bzw. verschnupft. Irgendwie ist jetzt die Zeit. Ei. Irgendwie ist jetzt zurzeit die Zeit, dass man hier wieder so eine leichte Grippe bzw. so eine Erkältung bekommt. So, sehr gut. Da kam sogar noch ein Leben raus. Wunderbar. Da rüber. Da hoch. Und jetzt sollte ein Speicherpunkt kommen. Also das war ein relativ einfacher Abschnitt. Dann müssen wir mal gucken. Ah. Okay. Der hat diesmal ein bisschen besser geklappt. Da ist so ein Block im Weg, da muss man aufpassen, dass man ziemlich am Ende springt, muss ich sagen. So. Darüber. Der Abschnitt ist im Gegensatz da relativ einfach. Aha, da geht's rein. Hier hat man sogar noch ein bisschen Zeit zu warten. So, wo muss ich denn jetzt hin her? Ui. Das, da muss man schnell sein. Und sogar so, hier muss man wirklich schnell sein. Da darf man nicht zu lange warten. Sonst... Ach nein. Jetzt hätte ich geschafft, aber... Ich habe die eine Red Coin verpasst. Schade. Und jetzt bin ich, glaube ich, wieder ein bisschen zu langsam, oder? Nee, diesmal hat's geklappt. Okay. Das letzte ist immer noch mal so ein bisschen herausfordernd, dass man das hinkriegt. Aber hat mir definitiv sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ach, hier haben wir einen Plane-Plattformer mit einer Abschlussrate von 44... Moment, das war nicht der. Mini-Castle 2 Sacred Shrine 3-3. Nee, das ist nicht das Level, was ich eigentlich spielen wollte. Aber gut. Mini-Castle. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, den Schlüssel gibt es wahrscheinlich am Ende. Den gibt es wahrscheinlich am Ende. Das ist auf jeden Fall eine gute Falle gewesen hier. So. Hä? Muss ich da springen? Kann ich da nicht einfach so drüber rennen? Also ich muss den auf jeden Fall. So, warte mal, gehen wir jetzt hier hin. Okay, ich muss dort oben rein wahrscheinlich. Dass ich dann dahin komme. Gut, es gibt sogar noch einen Speicherpunkt. So, P-Switch-Tür.
denn jetzt hin? Hätte ich da wieder zu... Ah, ich hätte da... Aha, okay. Doch nicht zurück, aber es gibt zumindest einen Speicherpunkt. Den wir nicht brauchen, weil wir sind am Ziel angekommen. Also vom Aufbau her ein richtig schönes Level. Also hat auf jeden Fall einen Stern verdient. Also sowas von... Das war zwar jetzt nicht das Level, was ich spielen wollte. Aber okay, denn ich wollte zum Plane-Platforming-Level mit einer Abschlussrate von 7,98%. Das wollte ich mir etwas genauer anschauen. Und ich sehe schon, da gibt es wieder ein paar spezielle Sprünge, die wir unbedingt schaffen müssen. Ah, hier hat man auch nicht wirklich so die Zeit, sich ein bisschen auszuruhen. Doch, hier kann man sich ausruhen. Okay. So, warte mal. Okay, first try. Ja. Beim ersten Mal durchgekommen. Sehr cooles Level. Schade, dass man am Ende nicht die Möglichkeit hat, die Fahnenstange oben zu erreichen, aber es war vom Aufbau her wirklich ein richtig schönes Level, muss ich sagen. Gut, Musiklevel, Refreshing, Mini-Castle, Classic Domain. Das ist doch Welt 1.1. Ist das gleiche, was wir, glaube ich, gerade schon mal gespielt hatten. Und es hat auch... es ist relativ weit vorne. So, wollen wir mal schauen. Okay, warte mal, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hier hin müssen. Das ist verkehrt hier. Ich muss irgendwie den P-Block. So, warte mal, jetzt habe ich den Schalter aktiviert. Jetzt könnte ich theoretisch gesehen hier hoch. Okay. Nein! Okay. Ich hab die Technik verstanden. Alles klar. Dahin. Dann dort oben hin. Wir könnten natürlich das hier schon mal aktivieren. Nur natürlich nochmal warten hier. Dann kommt da ein Cooper raus. Den wir für den Powerblock brauchen. So, dann haben wir die P-Switch-Tür. Okay, dann den Schlüssel. Dann müssen wir hier zurück und dann kommen wir hier hinten raus. Sehr, sehr cool gemacht. Und ich habe natürlich nicht die oberste Fahnenstange erreicht und noch ein Leben verdient. Aber auch das Schloss ist gut aufgebaut hier. Natürlich bleibt Toadette an der Fahnenstange stehen da. Das ist aber egal. Das Level an sich wunderbar. Richtig schön noch mit dem ersten Level aus Super Mario Bros. Verbunden. Poison Swamp Platforming 2. Gut. Ich glaube, wir hatten den ersten Teil schon von diesem sumpfigen Platforming-Teil hier. Okay, schmeißen und springen. Das ist gleich eine große Herausforderung am Anfang hier. Und bitteschön, warum springe ich da nicht bis auf dieses verdammte Trampolin? So, hier unten durch.
Und dann springe ich echt nicht bis an diesen Greifhaken, wow. Das Ganze war jetzt gar nicht so schwierig. Na, gibt es hier ein Leben? Nein. Aber ich denke mal, ein Speicherpunkt wird uns als nächstes, ja. So. Powerblock. Okay. Uhuhu. Kein Leben. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ah, letzter Speicherpunkt. Aber wir kommen bis jetzt hier eigentlich ganz gut durch, muss ich sagen. Oh mein Gott, da muss ich. Das war am Ende nochmal richtig knapp da. Ich habe gedacht, ich verkacke das noch mit dem Trampolin. Aber es hat geklappt. Wunderbar. Ich bin begeistert. Ein wunderschönes Level. Ich denke mal, wir werden mit einem Speedrun jetzt enden. Oder mit einer Musik und mit einem Rätselcastle. Komm, wir enden mit dem Rätselcastle hier. Welt 7.1 Mini-Castle Snow Dungeon. Ich habe leider jetzt gar nicht auf die Abschlussrate geschaut. Okay. Oh Gott. Gefährlich. Echt gefährlich, ja. Zumindest ein Speicherpunkt gab es ja. Oh man, da rüberkommen, das ist echt heftig, ey. Ah. So, du gehst mal weg hier. Wunderbar. Sind wir hier unten? Jetzt brauche ich auf jeden Fall den Schneeball, denke ich mal. Okay. Guck mal, da ist ein. Okay, hier könnte man theoretisch gesehen sogar noch sterben. Wenn man hier zu hoch springt und die Kanonenkugel da oben, den Kugelwilli, berührt. Super, das war aber, denke ich mal, diesmal ein anderer Abschluss, nicht mit einem Speedrun-Level. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen, vielleicht sogar einen Kommentar oder ein Like. Und dann geht's nächste Woche weiter mit Super Mario Maker 2 Online. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.